Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ja, wir sind heute wieder bei MyCareer angelangt. Und ja, mir ist in der letzten Zeit immer so ein bisschen was durch den Kopf gegangen. Weil das war ja mal alles ursprüngliche. Ein Let's Play-Kanal ist auch als Let's Play-Kanal entstanden und auch von sehr, sehr viel interpretiert worden. Und ja, MyCareer ist so ein Projekt, was man. Wo halt viel geschnitten wird. Da wird halt nicht alles gezeigt. Da werden einzelne Szenen rausgeschnitten, wie Interviews, wie lange Zeit, wo nichts passiert, wird rausgeschnitten. Und ich habe einfach mal überlegt, wieso lasse ich einfach mal heute nicht in dieser Folge alles ungeschnitten und ihr dürft entscheiden, ob ihr das weiterhaben wollt. Also, Freunde, wollt ihr es so haben, dass ich, so weiterhin das schneide, dass es so, sagen wir mal, 15-Minuten-Folgen sind oder so 10 bis 15-Minuten-Folgen oder jetzt ungeschnitten, dann sind wir bei knapp einer halben Stunde. Für manche ist es, glaube ich, egal, manche wollen kürzere Videos, kann ich verstehen, aber ja, warte mal, mein Einfall ist mir mal so ein bisschen, ja, durch den Kopf gegangen, weil das in den letzten Jahren, sag ich mal, da haben wir ja auch viel, ja, nur Let's Plays gemacht, da waren ja nicht geschnitten oder so. Deswegen. Ja, also ihr dürft es mal entscheiden, falls ihr da Bock drauf habt, dass es hier weiterhin geschnitten werden soll oder bleibt. Oder halt als Let's Play, müsst ihr wissen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu schreiben. Ich bin da voll offen. Also, ja. Ja, lasst mich eines Besseren wissen. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ein Fadeaway-Dreier im Post hinter der Dreierlinie geht rein. Ja, das ist ein Bug aus 2K15. Das heißt, Bug, das ist eher so ein Glitch. Das immer noch klappt. Ich habe ja einen guten Post-Fadeaway-Wert. Mal gucken. 80 habe ich. Und damit kann man halt eine Menge schon mal machen. Und ja, mittlerweile habe ich eine 85er Wertung. Hatte zwischendurch mal so 11, 12.000 VC, hab die erstmal in Athletik reingekloppt. Und jetzt habe ich noch 5 Upgrades verfügbar und diese 5 Upgrades werde ich erstmal in Offense reinhauen. Damit hier auch mal ein bisschen was hochgeht. Ja, das sind meine nächsten Ziele auf jeden Fall. Hätten wir immer einen 57er Midrange, aber ja, da kann alles noch passieren. An sich machen wir jetzt mal weiter mit unserer nächsten Partie. Wir gucken jetzt erstmal nach wie ein Connection. Wir haben ja 4 von 10, denk mal, wir machen direkt mal. Ach so, der ist ein bisschen böse. Wir machen direkt mal alles voll. Book Club ist meine Teamkarte. Ja, warum nicht? Kann ich gerne haben. Kettennetz für mein Code. Damilat Jumper, der ist schön. Nee, so einen Typen möchte ich nicht haben. Ey, Blitzer habe ich auch noch nicht in meinem Team. Ja, Antetokounmpo, den habe ich jetzt auch noch nicht. Hey, roter Weg auch noch nicht. Bugs, Auswärtstrainingstrikot, Entspannt-Plakette. Jimmy Butler habe ich. Klay Thompson, den habe ich auch. Ah, ich denk mal. Ja, Victor Oladipo habe ich aber noch nicht. Victor Oladipo machen wir auch noch mal. Das können wir alles mal machen. Werbeverträge. Gibt es irgendwas Neues? Spalding News. Ich habe Kontakt mit Spalding aufgenommen. Nur als Info würde ich auch, wenn wir noch weit von einem offiziellen Angebot entfernt sind. Aha, Stan Sox. Ich glaube, sie wollten dir ein Angebot machen, aber wir regeln erst noch die Details. Manchmal erfordert sowas einfach Zeit. Also keine Sorge, ich halte dich am Laufenden. Haha, wieder ein Sieg für Team Freak. Ich gebe dir die Vorlagen, du verwandelst sie eiskalt und bald ist deine Marke ein globales Phänomen. Freak, ich hätte einen lokalen Werbedeal für dich. Wenn du Interesse hast, Spandles Comics will dich für einen ihrer Events an deinen nächsten 7 freien Tagen buchen. Als kleine Entschädigung bekämst du 75 VC. Du hast 4 Tage, um dich zu entscheiden. Alles klar. Okay. Dann gucken wir mal nach, was wir hier machen können. Connections haben wir jetzt. Ja. Ja, wir haben jetzt mal 2 freie Tage. Das ist bis zum 6. November fällig.
Zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster. Am sechsten Mal wird auf jeden Fall das gemacht, denn muss ich mal auf jeden Fall merken. Auf jeden Fall machen wir jetzt, denke ich mal, unseren freien Tag. Hier heute machen wir erstmal Zeit mit den Fans verbringen. Du hast deinen freien Tag mit den Fans verbracht. Deine Bereitschaft, deine Freizeit für sie zu opfern erhöht deine Beliebtheit. Aha, gut. Und Bowling mit Eric Bledsoe. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Zack! Eric Bledsoe, das ist deine erste Connection mit Eric Bledsoe. Nutze die Gelegenheiten, die sich dir in Zukunft bieten, um größere und bessere Belohnungen zu erhalten. Sans Bohnenpaket für meinen Code. Ja, Mike auf jeden Fall auf. Ja. Da haben wir Zeit verbracht. Und jetzt haben wir keinen freien Tag erstmal. Jetzt geht's ins nächste Spiel. Zu Hause gegen die Miami Heat. Und ich hab richtig Lust. Ernie Johnson welcoming you to the NBA on 2K Sports. I'm here with Shaq and the Jet. Tonight we'll see the Miami Heat playing against the Rockets in Houston. Taking a look at the Rockets, it hasn't been the most lively start to the season for them, just 1-3 through their first four games, but they can start things moving in the right direction with a win here tonight. And guys, we'll get to see Freak play in this one. He was one of the bigger names in college. Jumped to the NBA after 1 year. Shaq, you left early as well. How hard of a decision was it to leave school? Well, Ernie, it's never an easy decision. Each person has different reasons why they want to leave. Financial responsibility, just getting tired. In my case, the Hack of Shaq was created. I was getting beat up too much. And I heard my main man, Dick Vitale, say if Shaq leaves, he'll be the number one pick. So I didn't want to go back, get hurt, and possibly drop. Yeah, because you could have been number two if you stayed a year. I'll tell you. But, you know, this guy, Freak, because if you would have played in that era with Freak, I don't know, Shaq. This guy, you know, he left school early, but he is something unique, different. But I thought bringing his skills to the NBA was big because that helps refine your game a little bit. He's ready. This guy was ready, Shaq. I have an announcement. You know why he plays so well? Why? I'm his father. Dun, 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 dun. Love you, son. Congratulations. That's one of the warmest and fuzziest stories I've heard all season long. Way to keep long. Up with him his whole life. I've been working. Let's go to Kevin Harlan. They're ready for the tip. I've been working. Ja, die drei von TNT. Da fehlt nur noch Charles Barkley. Ich hoffe, dass er den nächstes Jahr mal rein tun, wäre richtig geil, weil ich kann euch nur empfehlen. Oh, Nationalhymne, sorry. Ja, die Nationalhymne der USA. Ja, vor kurzem wurde halt noch wurde eine Gedenkminute für die Opfer des Terroranschlags in Paris gehalten. Vor jedem NBA-Spiel hat das jede Mannschaft gemacht. Super Aktion. Schlimm, was da passiert ist in Paris. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Aber der Terror, der ist schlimm genug. Ja, wie gesagt, ich war bei Inside NBA stehen geblieben. Und zwar kann ich euch nur empfehlen, abonniert den Kanal Run Through the Tape. Und da findet ihr immer die Folge von TNT, wo halt die vier Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley da ihre Show machen. Ach, gute Defense von mir. Das ist wirklich sehr, sehr gut anzuschauen. Sehr, sehr lustig von denen, weil die das machen. Ich kann das nur empfehlen. Einfach mal reinschauen. Oh, was ein Screen, ja. Was ein Screen hier von mir. Ah, das ist sehr, sehr schwer hier an mir so vorbeizukommen. Aber wir müssen Chris Bosh verteidigen. Das wird schwer genug sein. Und Dwight muss hier an Hassan Whiteside bleiben.
Liegen mit 4 hinten. Mal gucken, was wir gegen Miami reißen können. Wir haben einen Rekord von 1-3. Ja, schöner Screen. We've got to keep him in the half court and limit his penetration. Guys? Thank you, Doris. Ariza with the bucket. Sehr guter Wurf von Trevor Ariza. Ich hoffe mal, dass irgendwann mal, auch wenn die 2K Sports jetzt immer haben, dass die vielleicht irgendwann auch mal wirklich sowas wie TNT reinbringen können oder wie EA, also NBA Live, die haben ja ESPN, dass die einfach mal, einfach, wie gesagt, von TNT die Rechte bekommen oder so. Wäre bestimmt mal richtig geil. Aber 2K Sports ist ja auch super okay, die haben ja hier die Kommentatoren von TNT immerhin drinne. Komm, ich fordere mal den Ball im Post. Ja, schön. Einfacher Fadeaway könnte man mal reinmachen. Foul? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe vielleicht RT gedrückt. Zum Pushen. Na, toll. Ich muss sagen, es gibt wirklich sehr, sehr schnell einen Foul. Was Moving Screen angeht und sowas, gibt schnell Fouls, ist, was Bezug auf Online ist, vielleicht besser geworden. Lawson, Offensive Rebound, ja. Unsere Screens sind einfach so stark, da kommt keiner vorbei denn. Und Offensive Rebounds, wir sind auch stark. Da haben wir halt unseren 92er Rebound. Hassan Whiteside mit dem Dunk. Der hat in der aktuellen Saison schon ein Triple-Double aufgelegt mit Blocks. Das ist richtig stark. Und da legt er direkt los. Hassan Whiteside mit dem ersten Block. Ist ja unglaublich. So ein genialer Shotblocker. Den kannst du in jedem Team gebrauchen. Und die können sich freuen, dass sie so einen haben. Und N1. Was ein Pass von Goran Dragic. Und Hahn holt sich das Foul ab. Und wie gesagt, da hat einfach der Falz in der Brandung. In der Defense in dem Fall. Der ist so stark. Und offensiv. Oh, jetzt habe ich aber ein Mismatch hier. Ich war das nicht. Ach ja, Ty Lawson, 3 Sekunden in der Offense. Was ist denn hier los? Oh Mann. Timeout. Das ist ja gar nicht gut, was hier gerade abgeht. Patience. Taking early threes is leading to long rebounds, which equal the transition points. Make the defense move. Let's pass up a good shot for a great shot. Let the game come to you. We're forcing the issue too much. Danke für die Tipps, lieber Coach. Aber wieso können wir da nicht Kevin McKay sehen, ja? Kevin McKay wurde gefeuert. Ja, nach einem schlechten Start der Houston Rockets. Ja, auf jeden Fall negativen hatten sie. Ich glaube, 3-6 oder so oder 4-7 hatten sie. Oh, was ein Block. Schöne Defense an Chris Bosh. Und jetzt mal hier Fast Break. Komm, Ariza, was ein Pass auf Dwight. So muss das sein, ja? Dwight Howard vollendet hier den Fast Break. Schöner Bounce Pass von Trevor Ariza. Ja, wie gesagt, die Rockets, die sind in einer kleinen Krise. Und auch mit dem neuen Trainer. Das ist ja erstmal der Ersatz. Oh, der Co-Trainer. In dem Fall übernimmt er erstmal da das Coaching. Ah, schade. Justice Winslow trifft den Wurf. Okay, 9 hinten. Guter Screen. White, okay. Wäre mein Rebound gewesen. Ich war auf jeden Fall zur Stelle. Jetzt einfach mal verteidigen. Das war gerade eine gute Aktion von uns mit dem Block. Ah, das müssen wir in jeder Possession schaffen. Sehr gut, so muss das doch laufen. Da kommt N1! Schön gemacht! Jawoll! Schön hesitated in der Zone. Und haben uns die Punkte geholt.
Und der Freiwurf geht ebenfalls rein. Ist ja wunderbar. Siehst du, da sind wir schon auf 4 wieder dran. Es geht ratzbatz. Jetzt an Chris Bosh. Und den können wir aber verteidigen. Ah, Chris Bosh. Ah, wie gesagt, den darf man nicht für 3 offen stehen lassen. Wenn der, wenn der einen guten Abend hat, dann trifft der wirklich hundertprozentig. Sagen wir nicht hundertprozentig, aber hochprozentig. Und nächster One. Oh! Wieder Mario Stoudemire, ja? Das nächste Foul. So muss das sein. Können wir uns die nächsten Punkte an der Linie holen? Oder nicht? So. Oh, 0 von 2 diesmal. Eieiei. Das kennen wir eigentlich deutlich besser. James Harden, was ist das? Das ist das dümmste Foul. Wie kann man so faulen? Das ist aber auch echt sein Problem. Ja? Da greift er einfach rein und dann gibt es da einen Foul. Und er ist auch wirklich einer der Spieler, der hier in der NBA so viele Freiwürfe gepfiffen bekommt. Schöner Screen. Ja. Der plumpst da rein. Da reicht unser 40er Midrange völlig aus. Wo das mehr oder weniger Close Range ist. Und Daryl Green trifft den Dreier nicht. So, jetzt mal wieder hier vom Fast Break. Corey Brewer. Ach du Mist. Och, der. Schade. Da habe ich zu Robertson rausgepasst. Aber jetzt machen die Heat wieder besser. Ah ja. Und dann sind sie wieder 10 weg. Das ist so schnell, dieses Spiel. Wie gesagt, Basketball ist eins, ist wieder die Sportart der Runs. So, Dwight gegen Amari. Und Amari verteidigt den richtig gut. Mann, ich will den Howard von vor 5 Jahren sehen bei den Orlando Magic. Da ging er richtig ab. Und lass doch nicht Jared Green offen, ey. Zum Glück trifft er den nicht. Den macht er eigentlich im Schlaf. Beverly. Schöner Pass. Jawohl. Schön gemacht von Beverly. Wie gesagt, man darf da nicht einfach nur rumstehen. Man muss sich da auch freilaufen. Das ist... Ja, gute Defense von Dwight. Oh. Oh nein, da verdanke ich mich. Was heißt verdanken? Da verliere ich den Ball. Während ich danken wollte. Ah. Und Beverly, den kannst du doch verteidigen. Du bist doch bekannt dafür, gute Defense zu spielen. Ja, er trifft Green, unglaublich. Starker Wurf, wir lassen hier schon wieder 30 Punkte zu. Also die Teamchemie, die läuft gar nicht. Oh Mann. Warte mal. Post? Ja, das ist doch mal ein... Nee, aber... Sehr gut. Da hätte man auch pfeifen können, muss man aber nicht. Wir holen uns da unseren Offensive Rebound zurück. Auf jeden Fall sehr gut. Haben schon 11 Punkte im ersten Viertel. Offensiv sehr, sehr stark. Gut, die nächste Rebound. Und jetzt mal hier Fast Break. Komm, auf Corey Brewer. Rüber auf Beverly und die Punkte. So einfach ist das. Das ist Fast Break. So muss das eingeleitet werden durch einen starken Rebound. Und dann der Outlet Pass. So muss das sein. Und Beverly, starke Defense. Und das gleiche wieder. Diesmal gehen wir das hier ein bisschen ruhiger an. Da ist Dwight. Komm. Dwight zieht immer in das Foul. Chance auf 2 Punkte und um auf 4 ranzukommen. Komm, Dwight. Du bist doch... Ja, wunderschön. Du bist doch...
Nur ist nicht der beste Freiwurfschütze, aber komm, das schaffst du. Komm, Dwight. Sehr gut, 2 von 2. Besser als ich. So, und so ist man wieder auf 4 Punkte dran. Vielleicht kriegen wir noch einen Stop hin und haben vielleicht noch eine kleine Chance hier auf Punkte. Jared Green. Und da ist Jared Green. Komm, 3,8 Sekunden. Den Wurf werde wahrscheinlich ich nicht nehmen. Beverly, Halfcourt. Schade! Was ein Wurf! Fette Buzzer! Das war doch mal geil! Patrick Beverley mit dem Buzzerbeater! And Rockets head coach Kevin McHale talked about the offensive force that is his James Harden. His ability to make the right play, the right pass is more impressive. And then when he's coming downhill on you in the break, you got to guess right because he's going left and right and zigging and zagging. Zigging and zagging. Ja, James Harden hatte bisher 3 richtig gute Spiele gehabt. 3-mal über 40 Punkte, 2-mal mit einer saustarken Wurfquote, 1-mal mit einer etwas schwacheren Wurfquote. Ich muss mal hier raus. Wash comes in for Lou Aldang. Green, Jack Green trifft den Dreier nicht. So, auf geht's. Und James Harden sieht das Foul und wir führen. So, da guckt euch das an. Wir kommen bei 5,5 Minuten wieder rein. Also, das war doch mal wirklich ein sehr gutes erstes Viertel von uns. Und hat auch wirklich sehr, sehr Spaß gemacht zuzuschauen. James Harden hat gerade einen Freiwurf nicht getroffen. Das ist eigentlich unlogisch. James Harden trifft von, sagen wir mal, von 20 Versuchen trifft er nur einen nicht. Gute Defense von Patrick Beverley. Ja, aber auch wenn Beverley gut Defense spielt, da habe ich hier nicht aufgepasst. Man kann da nicht die ganze Zeit auf dem Platz rumgucken, da muss man wirklich stark arbeiten. Keine Körbe in der Zone zulassen, das habe ich gerade gemacht. Alle Mann in der Zone, also Zonenverteidigung, sagt hier Kevin McHale. Ob das, ja, der Schlüssel zum Erfolg ist, man weiß es nicht. Aber wir können sagen, wir führen gegen die Miami Heat. Pass mal nochmal lieber raus, ich muss eher raus aus der Zone. James Harden, Mann, warum packst du den No-Look-Pass aus? Das ist schon wieder ein bisschen doof. Boah, was da? Schade! Ah, Dwayne Wade hier, was ein starkes Layup. Guter Screen. Robertson. Komm, ich will es auch mal im Post versuchen. Komm. Zack! Schön gemacht. Auch wenn es etwas zu früh D war, der kann auch mal reingehen mit unserem Spieler. Finde ich super. Gut gemacht. Wir haben schon in unserer Rookie-Saison bei den Cavs gegen die Heat gespielt. Wir wissen ganz genau, wie die sind. Dass die richtig stark sind. Weil die werden sich, denke ich mal, unter den ersten Vieren in den Playoff dieses Jahr befinden, weil die haben wirklich einen sehr, sehr starken Kader. Die haben den aufgefrischt mit Veteranen wie heißt er? Amari Stoudemire. Beverly für 3! 3 Punkte Führung Houston. So muss das sein. Chris Bosh, der wieder von seiner schlimmen Verletzung, sein Blutgerinnsel wieder geheilt ist, finde ich super. Und Dwayne Wade, der letzte Saison so stark gespielt hat. Ah, schade. Der hatte wirklich letzte Saison so gut nach dem All-Star-Game, All-Star-Break, so nenne ich es mal, hat er so aufgeblüht, Dwayne Wade. Ach,
oh, der Backfoul bekommen, natürlich. Aber immerhin hat Beverly die Punkte gemacht. Oder war das Ty Lawson? Nee, es war Patrick Beverly. Ja, und mit Jared Green, ein super Spieler von den Suns, athletisch, einer der athletischsten der Liga. Gerne mal für ein Highlight in den Top 10 zur Stelle. Und dann hast du einen Hassan Whiteside, der so stark gespielt hat letzte Saison. Hatte dann Triple Double gegen die Chicago Bulls mit 12 Blocks und der ist noch besser geworden. Der ist unglaublich, der Junge. Und Wayne Wade ist da ein bisschen schneller, aber ich bin zur Stelle. Scheiß da im Block. Good D, würden sie jetzt alle sagen. Das läuft da mal brillant. Wir dürfen hier keinen Rückstand wieder hinnehmen. Das ist Fadeaway von Chris Bosh. Weißt du, ich hatte den Ball in der Hand und der wird mir einfach, der springt mir einfach weg. Oh, schade. DJ Augustin bei dem Miami Heat. Wenn das mal echt so wäre, dann hätten sie wirklich noch einen super Ersatzpartner. Der mit Goran Dragic. Oh, gute Defense von den Heat. Und wieder Fast Break. Aber dieser macht Kobe Bryant nichts gegen Dwayne Wade. 14 Punkte, 6 von 13. Super Spiel von Wade. So, hier mal der Screen. Schöner Pass und der Dank. Was ein schöner Bounce Pass, Bodenpass von Patrick Beverly. Der gefällt mir besser als Tylos, muss ich sagen. Finde ich gut. Das ist ein enges Spiel hier. Ein richtig gutes Spiel. Dachte, der passt da in die Zone zu Augustin. Wade. Ah, und Wade zieht das Foul noch in letzter Sekunde. Drittes Foul schon für Dwight. Der muss immer aufpassen. Ja, da sehen wir die Heat. 9 Steals pro Spiel letzte Saison. Das ist so gesagt, die Saison von... Wir hatten ja letzte Saison, unsere Rookie-Saison, das wäre ja die heutige Saison eigentlich, die in echt stattfindet. Und Wade, der spielt richtig stark. 16 Punkte für Wade hier, für mit 3, noch 2 Minuten im zweiten Viertel und wir kamen wohl genug Einsatzzeit. Beverly hat Bock. Ja, da spiele ich jetzt nicht die beste Defense. Aber was man sagen muss, die Miami Heat haben mit Abstand die beste Defense der Liga. Und Chris Bosh, der trifft alles. 10 von 13, 24 Punkte für Chris Bosh. Das ist so stark. Ja. Ich glaube, den Chris Bosh-Jumper hole ich mir auch mal. Der ist bestimmt, der ist richtig geil. Ja, die haben mit Justice Winslow einen super Rookie erwischt. Da haben schon viele daran gezweifelt. Der Stil des Drafts, weiß man nicht. Aber mittlerweile weiß man, es ist Kristaps Porzingis bisher. Der spielt so stark bei den New York Knicks. Ich muss das Ausboxen noch besser hinbekommen. Das ist ja nicht so meins. 4 Punkte vorne, 1... Eine Minute noch zu spielen. Gute Defense. Da ist Wade. Trifft nicht. Unser nächster Rebound. So, komm, Patrick Beverly. Fast Break. Komm, Dwight. Ah, wie kriegt denn Emeril Stoudemire den? Ach, den bekommt er nicht. Wo muss ich ran? Komm, Chris Bosh, dich habe ich. Boah, tritt er den mit Brett. Starker Wurf von Amari Stoudemire. Oh Gott, schlechter Wurf. Ganz schlechter Wurf. Ja, ja, ja. Habe ich selber gemerkt, schlechter Wurf. Eieiei. Jetzt habe ich hier noch ein Mismatch mit Jared Green auch noch, ja.
9 Sekunden, 8 Sekunden auf der Uhr. Letzter Angriff haben die Heat hier. Nee. Nochmal gut verteidigt am Ende. 6 Punkte hinten gegen die Heat, alles aufholbar. Wir spielen sehr, sehr gut. Der Turnover ein bisschen unnötig gewesen, aber erstmal Halbzeit. Oh, wir sind im Interview. Mindset is working. Well done. Kevin, back to you. Thank you, Doris. And we'll be right back after halftime for the start of quarter number three. All right, guys, I want to go over some things before we get back out there. I definitely can't find any fault with the way we shot the basketball. Our shot selection has been just like I hoped it would be. We're putting up some very efficient numbers, gentlemen. But we did get a nice lift off the bench in that half. I might want to stay with some of those hot hands, so everybody be ready. And just to talk about what we want for the pace of the game, I'd say nice and steady suits us just fine. It doesn't have to be a track meet. This is a very tough opponent, and we've got a difficult half in front of us. But I've got all the faith in the world in you guys. I know you can get this done. Ja, Freunde, zweite Halbzeit geht los. So, manche Sachen, die ihr jetzt zum Beispiel nicht immer seht, wie gerade diese kleine Halbzeit-Show oder zum Beispiel Halbzeitansage des Trainers, sowas seht ihr jetzt erstmal bei mir nicht mehr. Aber wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Wir sind bei der ersten Halbzeit gerade mal. Jetzt geht's mit der zweiten weiter. Kann sein, dass wir kaum spielen, aber da geht's schon weiter. Wir spielen am Anfang mit richtig viel Spielzeit. Oh, wir müssen Hassan Whiteside verteidigen. Das ist das Problem, der löst sich so stark. Und da muss ich ja aufpassen. Aber wir haben Dwight, der ist mit Chris Bosh und Whiteside. So einen krassen Frontcourt. Komm, Dwight. Dwight, oh, warum machst du denn sowas nicht rein? Auch wenn der Defense war. Den kann man mal machen. Hey, ich nehme Chris Bosh. Du kannst bitte Whiteside nehmen. Keine Defense bei Houston Rockets. Defensiv so schwach. Schon wieder 70 Punkte zugelassen. Wir sind bei 10 Minuten im dritten Viertel. James Hahn, schöner Cut! Und da war Hassan Whiteside wieder, aber Goaltending. Schöner Pass von unserer Seite aus. Unser erster Assist. Wir müssen aufpassen, der Frontcourt ist so krass von den Heat. Da hast du noch einen Luadeng, der ebenfalls gut rebounden kann. Also du hast wirklich hier Rebounds. Rebound heißt ja, bist du richtig gut dabei bei den Miami Heat. Und Hahn holt sich das vierte Foul ab. Und James haben wir direkt mal rausgenommen. Die Heat spielen wirklich sehr, sehr stark. Einmal. Was hätte man? Stark gemacht. Einfach stark gemacht. Unsere Screens sind da wirklich gut und dann Ty Lawson, die Erfahrung, der spielt schon. Ich weiß nicht genau, wie lange er spielt, aber er hat wirklich viel Erfahrung bei den Nuggets gesammelt. Ah, denk mal, gerade offen. Gute Defense hier. Gut, gute Defense gespielt. Aber da hat Dragic ein bisschen Glück gehabt.
The Rockets shooting a smooth 58% from the field. Everything going according to plan for them on that end. Guter Screen. He kicks to Bryant. He dishes it to Howard. Oh, Dwight wird geblockt. Dwight wird geblockt. War das Hassan Whitesides Block schon wieder? Alter, der ist so krass. So, komm. 11 Punkte hinten. Wir müssen irgendwas hier tun, dass wir aufholen. Ach Gott! Wieso springe ich da auch hoch, ja? Rockets trail by 13. Lawson gets the screen from Bryant. Ja, danke schön, danke. Auch mal den Pass angenommen. Sehr gut. So. Timeout Miami. Und jetzt müssen wir mal loslegen. Oh, Wade hatte 8 Assists letzte Saison, ja? Das ist sehr, sehr stark. Ah, jetzt habe ich das übersprungen. Ja, das Tor war nicht, sondern das ist immer das Gleiche. Da hört man ihn noch im Hintergrund, den Trainer. Ach du Kacke, guck mal, ich drücke einmal A, um zu stealen. Komm, McDaniels, good D. Nein. Ich dachte, der kommt ein bisschen höher, der Ball. Der Pass. Nee. Gute Defense. Boah, was ist das denn? Oh Gott, schon wieder so ein Pass. Wo muss ich hin? Ich wollte eigentlich darüber passen zu McDaniels. Der war völlig frei. Weißt du, Dwight kriegt nicht mal Dwayne Wade verteidigt. Dwight ist manchmal in der Defense auch so ein Wrack. Aber manchmal hat so eine Spiele, da ist er richtig stark. Ach, der Stil. Ach! Das kann doch jetzt nicht sein! Oh, jetzt verlierst du nur noch Bälle! Timeout! Das kann doch nicht sein, Alter! 3 Turnover in 2 Minuten! Weißt du, da hole ich den Ball zurück, den Ty Lawson fast verloren hat. Und... Alter! Gut, dann schnappt er mir selber wieder weg. Das kann nicht sein! Ja, wäre ich auch rausgenommen. Oh, wir verlieren wieder mit 19 Punkten. Es ist typisch. Immer liegen dann 116-97 zurück, ja. Oh, natürlich geht der Dank nicht rein, ja. Alles Karma, L.U.P., ja. Schöner. Oh, Reza Dead Bock. Wizard Bock. Gute Niederlage in Folge. Und da werden wir wieder rausgenommen. Wiedersehen. Montrezl Harrell kommt rein. Ja, 116, 102. Das Ding ist gesessen. So, komm. Fast ein Turnover. Na, siehst du, schön ausgeboxt. So muss das sein. Da haben wir ihn richtig gut ausgeboxt. Hat er keine Chance gehabt, vorbeizukommen. So muss das sein. Und 19 Punkte, 8 Rebounds. Kein schlechtes Spiel von uns, aber da die Defense, die stimmt einfach nicht. Wir lassen 120 Punkte zu. Das kann doch nicht sein. Starke Mach von Ty Lawson und das ging in den Shotblocker. Mann, nur noch am Verlieren, Freunde. Nur noch am Verlieren. And a great team effort, but still, what an individual performance for Bosch. He was extremely. Da ist Bosch schon wieder. Und Dwight nimmt nicht mal die Hände hoch oder so. Der macht nichts in der Defense. Richtig schlecht. Bin ich hier der Einzige, der irgendwas leistet?
foot on the accelerator. Howard, the pass to a reach. Guter Wurf. Guter Wurf. Überhaupt nicht. Das folgt daraus. Keine Motivation dahinter. Schlechte Würfe. Und wir verlieren das nächste Spiel. Dritte Niederlage in Folge. Nachdem wir in Portland dominiert haben, verlieren wir. Kann nicht sein, Freunde. Auch wenn wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Wir lassen 120 Punkte schon wieder zu. Das kann nicht sein. An mir liegt es ja wohl schlecht. Auch wenn ich auch mal schlecht Defense gespielt habe. Kann nicht sein. 19 Punkte, 8 über uns, 9 von 14, 2 Blocks. Stark gemacht von uns wieder mal. Super Spiel. Chris, tell us a little bit about the philosophy behind your game and how this team works so well together. Well, I mean, it's just energy and belief. It's the belief system. You know, we all work hard. We work extremely hard and you know, when I can go out there and just play and don't think about it and play with energy, you know, good things happen. Chris, congratulations. Kevin, over to you. Doris, thank you as always. Chris Bosch im Interview und Dwayne Wade, der da ein bisschen geärgert hat. Welcome back, everybody. Ernie Johnson here along with Shaq and the Jet as we present our Jordan player of the game, Chris Bosch. His accuracy from the field was pretty eye-catching. I mean, if he was shooting the ball, it was going in. You rarely see a performance like this with this crazy high shooting percentage. Wow. Just an unreal performance for him in so many ways. That was a player at the absolute top of his game. It's hard to imagine someone being any more dominant than he was tonight. And folks, that'll wrap it up for tonight. We hope you enjoyed the game. For Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith, Kevin Harlan, and the entire 2K Sports crew, I'm Ernie Johnson. Have a good evening. Ja, das war die Show nach dem Spiel. Wir haben 20 stolze Minuten gespielt. Und wir gucken uns mal an, wo ist denn da ein James Harden? Weißt du, Dwight Howard spielt 40 Minuten und kriegt nichts auf die Reihe. 18 Punkte, 10 Rebounds. In 40 Minuten, ich mach das in 20, ja? Also, unsere Effizienz ist da ein bisschen besser, obwohl wir hier minus 17 haben. Beverly, starkes Spiel, Ty Lawson ebenfalls gut. Und was sehe ich hier von James Harden? 6 Fouls nach 24 Minuten war der ausgefoult. Was ist auch schon mehr so ein Problem, ja? Weißt du, wann ist denn James Harden mal ausgefoult? Das ist auch so eine Sache. Auf der anderen Seite, da hast du Chris Bosh mit 35. Wade mit 27 und Winslow in 21 Minuten, 21 Punkte. Der macht mich hier nach. Einfach richtig stark von den Miami. Da kann man nur klatschen, ehrlich. Wir haben, von der Wurfquote waren wir richtig gut. Das war ausgeglichen, das Spiel. Guckt euch das an. Außer die Freiwurfquote. Ein bisschen mehr haben die Heat. Aber der Unterschied, was macht der Unterschied? Da. 17 Turnover von unserer Seite. 10, die haben 10 weniger. Ja. Und zwischenzeitlich, wo Beverly da diesen einen Dreier getroffen hat, war mit 3 vorne und das war auch die höchste Führung im Spiel. Ah, Mann. Und im dritten Viertel da, 30 zu 20. Das war ein richtig starkes Viertel von den Heat. Und im vierten da wollten wir nochmal zurückkämpfen, aber hat nichts gebracht. Wir haben leider verloren. Gutes Spiel von uns, aber man kann nicht immer gewinnen. Dritte Niederlage in Folge. Und Freunde, ich werde mir den Chris Bosh Jumper holen. Da könnt ihr darauf Verlass nehmen. Das war also 3/4 Stunde lang richtig geiles Gameplay, muss ich sagen. Also erste Halbzeit war richtig krass. Dieser Half-Court-Shot von Beverly, erst neulich von Elfrid Payton und jetzt schon wieder so ein Teil. Richtig krass. So, wir haben 1300 VC, wir haben noch 6 Upgrades. Oh, können wir da richtig hochschrauben? Ja, aber ich denke mal, ich mache so, dass ich im 50er-Bereich bin und dann habe ich noch 2 übrig. Ja, Inside Scoring, zack. Guck mal hier, 2 Upgrades kosten 10.000 VC, das ist richtig krass. Ja, ich wollte mal gucken, wie viel kostet denn der Chris Bosh Jumper?
Chris Bosh. Wird geholt. Chris Bosh. Na, guck mal, testen wir gleich mal aus, würde ich sagen. Wir haben jetzt eh keinen guten Jumper. Also, unsere Werte sind nicht gut. Ja, die sind jetzt nicht gut, unsere Werte. Aber ich denke mal, wenn wir hier so einen 65er haben, dann ist das ein guter Jumper. Guck mal, Fadeaway gucken. Weißt du, sowas geht wieder rein. Das ist ein richtiger Glitch in 2K. Die Kamera ist ein bisschen weit weg. Ja, so gefällt mir die schon besser. Ah, Step Back. Zack. Ja, der Chris Bosh Jumper ist cool. So, gucken wir mal nach. Werbeverträge. Haben wir da was Neues bekommen? Nein. Wir gucken mal weiter. Wir haben direkt wieder ein Spiel. Ja. Also in der nächsten Folge dann in San Antonio. Und in der nächsten Folge, Freunde, da werde ich euch vor Beginn mal zeigen, wie man VC mit der App machen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung super freuen. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung zu diesen Konzepten, ungeschnitten oder geschnitten. Eure Meinung ist gefragt und ja, bis zum nächsten Mal, haut da rein und auf Wiedersehen. Tschüss!